Hamburg, Dienstleistungsmetropole, Industrie- und Handelszentrum. Viele Hamburger Unternehmen sind zu Partnern von Hamburg 1 geworden. Mit ihrer Hilfe können wir Business TV realisieren. Diese Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation mit den Bürgern unserer Stadt. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Die Asklepios Kliniken Hamburg sind unser Partner. Gesundheitsmetropole Hamburg ist Business TV. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Gesundheitsmetropole Hamburg und gleichzeitig herzlich willkommen im Themenmonat Psychosomatik. Im November möchten wir Ihnen anhand mehrerer Erkrankungen einmal verdeutlichen, wie sehr unser Körper und unsere Seele wirklich miteinander verbunden sind und wie sehr diese beiden Elemente sich auch gegenseitig beeinflussen. Und beginnen möchten wir heute mit einer Sendung zum Thema Essstörungen. Und bei denen sind unsere Gefühlswelt und unser oft problematisches Essverhalten auch untrennbar miteinander verbunden. Menschen mit Essstörungen, die sind besessen vom Essen, das kann man, glaube ich, so sagen, oder eben besessen vom Nichtessen. Und dieser Teil Betroffener, die leiden oft unter der sogenannten Magersucht oder auch Anorexie. In den Armen, in den Oberarmen. Wenn die Psyche Probleme hat, sucht sie sich Wege, um sich zu äußern. Bei Amelie war der Auslöser für ihre Magersucht eigentlich ein erfreuliches Ereignis. Nachdem ihr Freund ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte, wollte die 26-Jährige bis zur Hochzeit lediglich ein paar Kilo abnehmen. Wie konnte es dann von dem Ziel, ein bisschen Gewicht zu verlieren, um im Brautkleid gut auszusehen, so weit kommen, dass man dann in eine Anorexie reinrutscht? Irgendwie das Gewicht, man nimmt ab und das Ziel wurde halt immer weniger. Also man wollte irgendwie immer weniger wiegen und hat die Grenze nicht mehr gefunden. Das hat sich so verselbstständigt. Dass sie unter einer Essstörung leidet, wollte sich die junge Frau erst nicht eingestehen. Erst nach einem halben Jahr erkannte sie, dass ihr Verhältnis zum Essen nicht mehr normal ist. Inwiefern oder woran haben Sie das gemerkt? Ja, dass ich halt immer weniger gegessen habe, immer mehr Probleme hatte, essen zu gehen oder auch mich aus meinem sozialen Leben zurückgezogen habe und ja, halt immer Panik bekommen habe, wenn irgendwas mit Essen war und es sich nur noch ums Essen gedreht hat. Amelie begab sich selbstständig in eine ambulante psychologische Therapie, nahm aber trotzdem weiter ab. Mit nur noch 48 Kilo bei 1,75 Meter wurde sie dann in die psychosomatische Abteilung des Asklepios Westklinikums Rissen überwiesen. Dort wird sie inzwischen seit 9 Wochen betreut und überwacht, denn eine zu spät behandelte Essstörung schädigt den Körper nachhaltig. Was sind denn die Folgen der Anorexie, körperlich und seelisch gesehen? Also körperliche Folgen sind durch das Hungern mit Erbrechen im Bereich der Blutsalzverschiebung mit der möglichen Folge von Herzrhythmusstörungen. Das ist ein gefährlicher Punkt. Zweiter gefährlicher Punkt ist, dass das Knochenmark nicht mehr richtig weiße Blutkörperchen produziert und darüber eine erhöhte Infektanfälligkeit da ist. Das wiederum ist auch die häufigste Todesursache, dass es schwere Infekte gibt wie Lungenentzündungen, die nicht mehr kompensiert werden können. Die verschiedenen Therapiemöglichkeiten vereinen alle die Behandlung von Körper und Psyche. Mit Esstraining und gezielter Ernährung werden die Patienten wieder auf Normalgewicht gebracht. Die Auslöser der Erkrankung, die psychischen Probleme, werden parallel aufgearbeitet. Was sind denn die Inhalte der Therapie? Was haben Sie da für verschiedene Möglichkeiten heute? Das machen wir über tiefenpsychologisch fundierte Therapieelemente als Gruppengespräche, Einzelgespräche und auch mit kreativtherapeutischen Verfahren wie Körpertherapie oder Kunsttherapie. Also dass man praktisch an Sprechen vorbei etwas macht und darüber einen Zugang zum eigenen Innenleben bekommt. Bei dieser Therapieform sollen die Patienten das Gefühl für sich selbst wiederfinden, um ihren Körper wieder zu akzeptieren und lieben zu lernen. Amelie hat die Körpertherapie sehr dabei geholfen, die Auslöser für ihre Erkrankung in ihrer Kindheit zu finden und anschließend zu verarbeiten. Wie finden Sie sich denn jetzt gerade und heute? Eher zu dünn, eher zu dick, eher normal? Wie können wir uns das vorstellen? Also jetzt bin ich ja schon länger in Therapie und jetzt merke ich, ich fühle mich eigentlich noch zu dünn.
Also ich würde gerne noch weiter zunehmen und möchte eigentlich so werden, wie ich früher war. Sind Sie stolz auf sich? Kann man das sagen, dass Sie sozusagen die Anorexie so super produktiv angepackt haben und auch schon so einen weiten Weg zurückgelegt haben? Ja, also ich bin im Moment ziemlich stolz auf mich. Also auch, dass ich schon frühzeitig in die Klinik gegangen bin, dass ich halt noch nicht so ganz dünn war, in Anführungsstrichen, und dass ich das halt rechtzeitig und nicht erst nach ein paar Jahren, sag ich mal, in Angriff genommen habe, sondern schon rechtzeitig. Und das war gut. Meine Damen und Herren, neben der Anorexie gehört auch die sogenannte Bulimie zu den Essstörungen. Bei der sogenannten Essbrechsucht, da schlingen Betroffene Unmengen von Nahrungsmitteln in sich hinein. Das sind dann die sogenannten Essanfälle und die kommen in regelmäßigen Abständen. Daraufhin folgt turnusmäßig das schlechte Gewissen und sie erbrechen die Nahrungsmittel wieder bzw. nehmen alternativ Abführmittel oder Appetitzügler. Die Essbrechsucht, die ist genauso wie die Anorexie eine ernstzunehmende Erkrankung, wo Betroffene ohne ärztliche Hilfe nicht mehr alleine herauskommen können. Und wie solche ärztliche Hilfe aussehen kann, das wollen wir uns jetzt einmal anschauen, und zwar in der Asklepios Klinik Nord Ochsenzoll. Sie ist stark untergewichtig, fühlt sich aber immer noch zu dick. Martina Söth hat sich innerhalb eines Jahres halbiert. Von einem Durchschnittsgewicht von 85 Kilo nahm sie auf 43 Kilo ab. Auslöser für diese rapide Gewichtsabnahme war der kränkende Kommentar eines Freundes. Die 27-Jährige begann sofort mit einer strengen Diät. Also als erstes habe ich FDH gemacht und Trennkost. Und dann hat das nachher auf 2 Äpfel am Tag alles reduziert. Und dann habe ich durch die Äpfel trotzdem nicht abgenommen, habe das dann immer dreimal am Tag, habe ich dann nur einen Kakao getrunken und habe dann gar nichts mehr. Zu dem Hunger kamen Essanfälle. Emotionale Tiefs und weihnachtliche Versuchungen brachten Martina Söth dazu, Unmengen in sich hineinzuschlingen. Was war dann los, nachdem der Essanfall vorbei war? Wie ging es Ihnen da und was haben Sie dann gemacht? Mir ging es total schlecht. Ich habe versucht, das alles zu erbrechen. Und habe danach, ich habe einen Stepper geschenkt bekommen und habe mich danach über 1,5 bis 2 Stunden auf den Stepper gestellt, um das wieder runter zu trainieren. Professor Klaas-Hinrich Lammers, ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in der Asklepios Klinik Ochsenzoll, kennt diese Symptomatik. Aus welcher Motivation heraus müssen diese gegessenen Unmengen ja teilweise wieder aus dem Körper raus? Ist es die Angst, dick zu werden? Ist es das schlechte Gewissen? Was steckt genau dahinter? Und jetzt ist das Problem, dass Sie diese riesige Menge an Essen in sich haben, die natürlich auf lange Sicht mit der Gewichtszunahme einhergehen würden. Und häufig dient das Brechen dazu, wieder dieses Essen rauszubekommen, um nicht an Gewicht zuzunehmen. Weil den Zweck, den die Fressattacke hatte, ist ja erfüllt in dem Moment, wo das Essen im Bauch drin ist und das Spannungsgefühl, die negative Emotion unmittelbar abnehmen. Von der sogenannten Bulimia nervosa sind überwiegend Frauen betroffen. Sie können normal, unter-, aber auch übergewichtig sein. Auslöser können Genetik, schlechte Lebenserfahrungen, aber auch negative Spannungen sein. Eine Therapiemöglichkeit ist die Gruppentherapie, in der das Essverhalten besprochen wird. Wir haben ja jetzt heute das Thema die Ernährungspyramide. Weiß denn jemand von Ihnen vielleicht, was das mit den verschiedenen Ebenen auf sich hat? Also oben mit Rot hätte ich jetzt noch Probleme, weil ich dann immer denke, oh Gott, ich nehme zu, ich nehme zu, ich nehme zu. Ich weiß, im Grunde genommen ein bisschen Fett braucht der menschliche Körper, aber da hätte ich noch Panik, also das Essen. Auch Einzelgespräche und begleitetes Essen können helfen. Rückfälle können trotzdem immer vorkommen. Ja, ein Rückfall ist, wenn er sofort als solcher wahrgenommen wird und bearbeitet wird, etwas, was ganz normal ist, das gehört dazu. Das zweite ist sicherlich eine längere ambulante Therapie, um das Ganze zu stabilisieren. Dann geht es für die Patienten zunehmend darum, dass sie neben all den Dingen, die sie in der Klinik und in der Therapie gelernt haben, anfangen, ihre sozialen Belastungsfaktoren zu senken. Martina Söth ist seit Ende April in der Klinik. Die Therapie wird wahrscheinlich noch 1 bis 2 Monate andauern. Dann hofft die Bäckerei-Fachverkäuferin endlich wieder auf ein normales Leben. Ich möchte wieder gesund werden. Ich möchte ein normales Leben wieder führen können, ohne darüber nachzudenken, was hat das jetzt für Kalorien oder halt wieder alles das essen, was ich mir verboten habe, und möchte gerne, ja, einfach nur wieder glücklich werden.
Was es sonst noch Neues gibt aus der Welt der Medizin, das haben wir wie immer jetzt bündig und kurz zusammengefasst. Hier sind unsere Kurznachrichten. Auch in diesem Jahr waren die Hamburger Asklepios-Kliniken wieder mit einem Infostand bei der Messe Du und Deine Welt vertreten. Neben der Hauptattraktion Paddeln für Olympia, bei der die Besucher an der Wii-Spielekonsole gegen die Sportler des Olympiastützpunktes Hamburg-Schleswig-Holstein antreten konnten, wurde unter anderem auch ein Bauchschlagader-Check angeboten. Wir machen hier ein Bauchaortenaneurysma-Screening. Das heißt, Patienten, die hier über die Messe laufen, können sich bei uns mit dem Ultraschall ihre Bauchaorta angucken lassen. Außerdem gab es Informationen zur Alkoholprävention sowie einen Masseur, der für Rücken- und Nackenentspannung sorgte. Auf der Ausstellung präsentierten mehr als 500 Aussteller aus 20 Nationen neue Trends für den Alltag. In der Asklepios-Klinik Nordochsenzoll wird am 5. November der erste Heidberger Stoma-Tag stattfinden. Diese kostenlose Informationsveranstaltung zum Thema Darmkrebs und Darmkrebsvorsorge richtet sich an Betroffene und Angehörige, wie auch an Ärzte und Pflegende. Zum ersten wird es einen Fachvortrag geben, besonderer Natur. Es wird nämlich eine betroffene Dame über ihr Leben mit Stoma berichten. Zum zweiten werden wir einen modernen Vorsorgetest vorstellen, um eben Darmkrebs in Zukunft noch mehr vermeiden zu können. Und zum dritten wird live gekocht werden. Rund 100.000 Menschen in Deutschland tragen ein sogenanntes Stoma. Dennoch müssen die Betroffenen keine Einschränkungen fürchten und können aktiv am Leben teilhaben. Vorausgesetzt ist jedoch eine erfahrene und kompetente Beratung. Am 3. November findet in der Asklepios-Klinik Nordochsenzoll eine hanseatische Nachtvorlesung für Laien statt. Diplompsychologin Katja Nicht informiert über das Thema Essstörungen. Auch in der Asklepios-Klinik Harburg findet eine hanseatische Nachtvorlesung statt. Am 10. November dreht sich bei Dr. Hans-Peter Unger, Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie, alles um das Thema Stress und Neuroprotektion. Wie schütze ich mein Gehirn? Fragen können im Anschluss an die Vorträge gestellt werden. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 040 18 18 82 66 33 anmelden. Liebe Zuschauer, damit wollen wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Das war die Gesundheitsmetropole Hamburg mit einer Reportagesendung zum Thema Essstörungen. Und ganz besonders fokussiert haben wir uns diesmal auf die häufigen Essstörungen Anorexie und Bulimie. Ich hoffe, wir konnten Ihnen schon zumindest fast alle Ihre Fragen beantworten. Wenn doch noch etwas offen sein sollte und Sie Hilfe benötigen, dann können Sie sich wie immer gerne an die jetzt dunkelgrün eingeblendeten Asklepios-Kliniken wenden oder unsere Infotelefonnummer anrufen. Diese sollte jetzt ebenfalls für Sie angezeigt werden. In der kommenden Woche geht es bei uns noch einmal um die Essstörungen und dann begrüße ich zwei Experten bei mir im Hamburg 1 Studio an der Roten Baumchaussee. Bis dahin alles Gute für Sie und auf Wiedersehen.